war für mich so eine interessante Erfahrung, einem neuen Publikum gegenüberzustehen. Es war, weiß nicht, das ist ein bisschen back to the roots. Man muss richtig kämpfen. Es ist jedes Mal schwierig, erstmal die Leute zu überzeugen, dass man, vielleicht auch weil ich nicht aus der Szene komme oder so, dass man es ehrlich meint oder dass man eben versucht, sein Bestes zu geben, gute Songs zu machen und so weiter. Dave wollte mitmachen und hat sich dann aber dagegen entschieden, weil seine Frau ein Kind bekommt und er wollte dieses Jahr überhaupt nicht mehr touren. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte und da ist Waldemar eben sein alter Drummer eingefallen, der jetzt hier sitzt, nämlich Maka. Zwei Jahre lang gar kein Metal mehr gemacht. Und nur die Jazz-Sachen und so, aber das hat alles sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ich kann mich entscheiden, nächstes Jahr wieder mit Maka zu spielen oder auch Dave zu fragen, weil Dave hat jetzt nicht endgültig Nein gesagt. Wir wollen alle ein neues Album machen eigentlich, mit zwei Gastgitarristen wieder, das finde ich immer sehr wichtig. Mal gucken, die Plattenfirma möchte auch eins haben, mal sehen, ich glaube, wir haben alle Lust. John and Trevor from Obituary, and you're watching Metallo on Viva TV. Wir haben mit demselben Produzenten im selben Studio wie beim letzten Album gearbeitet, wofür wir von vielen Leuten kritisiert wurden. Aber wir haben jetzt einen anderen Sound, härter als letztes Mal, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Real happy with the way it came out. Wir versuchten noch härter zu werden, aber trotzdem unseren Stil beizubehalten. Wir wollten was Neues kreieren und dabei doch das Alte bewahren. Es ist gut für eine Band, sich weiterzuentwickeln und ihrer Musik neue Ideen hinzuzufügen. Viele Bands tun das jetzt und haben das immer schon getan. Einige Bands verändern sich jedoch nie, wie zum Beispiel AC/DC. Unser erstes Album, Slowly We Rot, hatte sehr wenig Text. Es wurde dann von Album zu Album immer mehr. Beim neuen Album sind nach wie vor keine Texte abgedruckt, weil das irgendwie unser Stil ist. Wir
Wir werden von Oktober bis November ungefähr 45 bis 50 Konzerte in Europa geben. Das wird sicherlich gut abgehen. Es wird bestimmt ein zweites Album von unserem Side-Project Meat Hook Seed geben, aber keine Tour, da Obituary und Napalm Death zu beschäftigt sind. Hello, this is Henry Rollins from the Rollins Band on Viva TV, and you are watching Metallo. It's a track when you're breathing down. And all the things that you say, no one cares anyway. Vor zwei Jahren haben wir unser letztes Album aufgenommen. Danach sind wir getrennte Wege gegangen und haben unterschiedliche Dinge gemacht. Und mit Melvin Gibbs haben wir jetzt außerdem einen neuen, sehr intensiven Bassisten. And also we got a new bass player named Melvin Gibbs, who is a very intense player. Es sind einige Songs auf dem neuen Album, die nicht so introvertiert sind. Sie befassen sich mit Dingen, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben. Momentane Situation in den USA ist obszön. Das ist die einzig adäquate Umschreibung. Man müsste schon für 100 Jahre der Präsident der USA sein, um wenigstens etwas zu verändern. Ein Tag reicht gerade, um sich anzuziehen und sich auf die Arbeit vorzubereiten. Keep your blood clean and your mind clear and live very long. Das neue Album wächst durch die Präsentation auf der Bühne. Die eigentlichen Haupttracks waren Territory und Refuse Resist, aber durch Modifikationen während der Tour sind die anderen Songs nun gleichwertig. Wir wollten nie durch MTV oder Magazine groß rauskommen. Wir wollen, dass die Leute zu unseren Konzerten kommen und sagen, das ist eine gute Liveband.
This is a good live band. Ich würde lieber Morgoth oder andere extreme Bands in den Charts sehen als irgendwelche dummen Rock-Kombos. Ich finde sowas gut und eine Entwicklung in diese Richtung würde ich begrüßen. Viele junge Leute beginnen zu realisieren, in welch einer beschissenen Welt wir leben, und sie wollen die Musik hören, die zu dieser Situation passt. Extreme Bands beschreiben die Realität und das ist wichtig. Viele junge Menschen sind gegen Faschismus und Rassismus. Es ist ein gutes Zeichen, dass 14-Jährige Anti-Nazi-T-Shirts tragen und Bands hören wie Dead Kennedys, Sepultura oder Napalm Death. It's a good beginning, you know. And listen to bands like, you know, Dead Kennedys, Sepultura or, you know, Napalm Death. It's great. Andere Bands haben jedes Mal andere Roadies auf Tour und benehmen sich schon wie ihre Manager. Wir erinnern uns an unsere Anfänge und versuchen, unsere Crew zusammenzuhalten. Einer unserer Roadies ist seit 10 Jahren mit uns unterwegs. Es ist wie eine große Familie. Es war immer schon so und es wird immer so bleiben. Wenn es nicht mehr so ist, wird es Sepultura nicht mehr geben. Rockretner.